kann man auch beschäftigen. So, es ist 12.30 Uhr. Liebe Kolleginnen und Kollegen an den Bildschirm, begrüße Sie ganz herzlich zu unserer klinisch-pathologischen Fallkonferenz. Mein Name ist Philipp Ströbel, ich bin Pathologe, gleichzeitig stellvertretender Direktor des Comprehensive Cancer Centers im Standort Göttingen. Und diese klinisch-pathologische Konferenz ist eine Veranstaltung des CCC und spiegelt eigentlich ideal wider, wie das CCC funktioniert. Das funktioniert ja über Tumorzentren, bei denen also sozusagen die klassische Veranstaltung innerhalb dieser Zentren sind die interdisziplinären Tumorboards, wo alle beteiligten Disziplinen bei bestimmten Tumorentitäten zusammenkommen und jeder seinen Beitrag leistet, um eben die Diagnose und Therapie unserer Patienten optimal gemeinsam und dann ein gemeinsames Konzept zu erarbeiten. Also insofern bildet diese klinisch-pathologische Konferenz, so wie Sie sie heute auch erleben werden, ideal eigentlich unsere Arbeitsweise im CCC ab. Und noch ein weiterer Punkt, Keimzelltumoren und insbesondere kindliche Keimzelltumoren sind seltene und komplizierte Tumoren, die unserer Überzeugung nach auch wirklich an ein Zentrum gehören. Das werden Sie gleich merken, warum das so ist. Und deswegen freue ich mich heute sehr auf diese Veranstaltung. Den Start in das Thema gibt uns Herr Baldini, der mit, glaube ich, einem Case Report so in diese gesamte Problematik einführen würde. Da würde ich jetzt gerne an ihn übergeben. Bitte. Vielen Dank für die einleitenden Worte und die Einladung. Mal kurz gucken, ob ich das hier jetzt geshared habe. Jetzt müsste man es sehen und man müsste mich auch hören. Danke. Gut, genau. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe einen Fall aus dem letzten Jahr mitgebracht. Ich bin Christian Baldini aus der Kinderonkologie und ich nenne den Fall mal so plakativ: keine Diagnose durch die Hose, und werde Ihnen gleich zeigen, warum. Letztes Jahr oder mittlerweile vorletztes Jahr hat sich ein Patient vorgestellt, ein jugendlicher Patient, 16 Jahre, war eine Verlegung aus dem Krankenhaus Nordhausen, der sich mit starken Oberbauchschmerzen vorstellte. Die waren tatsächlich so schwer, dass er auch schmerzbedingte Dyspnoe hatte. Und wenn wir jetzt einen gedanklichen Schnitt durch den Oberbauch mal machen, da haben wir eine ganze Reihe von Organen. Wir haben den Magen hier vorne auf der linken Seite, die Leber, Gallenblase, Duodenum, die Bauchspeicheldrüse und weiter hinten Nieren, Gefäße, Milz ist da. Also eine ganze Menge von möglichen Ursachen. Also haben wir den Patienten weiter befragt. Der ist von einem erfahrenen Kollegen in der Ambulanz gesehen worden. Die Beschwerden bestanden seit dem Morgen. Er ist also akut, relativ akut mit den Schmerzen aufgewacht. Ein Trauma war nicht erinnerlich. Die Familienanamnese hat letztendlich nicht viel hergegeben. Eine Dauermedikation wurde nicht eingenommen, bestanden keine Vorerkrankungen. Sie sind stumm. Herr Baldini. Also jetzt wieder. Okay. So, dann bei den Fragen zur B-Symptomatik dann doch Auffälligkeiten. Es kam zu einer ungewollten Gewichtsabnahme von etwa 3 Kilo in über 1-2 Wochen. Nachtschweiß und Fieber wurden aber verneint.
Bei der körperlichen Untersuchung zeigte sich, abgesehen von den Schmerzen, ein ganz guter Allgemeinzustand und Ernährungszustand. Die Haut war frei von pathologischen Effloreszenzen. Der pädiatrische internistische Untersuchungsbefund für HNO, Pulmo und Chor waren soweit unauffällig. Und bei der abdominellen Untersuchung, die schmerzbedingt etwas erschwert war, weil er gegengespannt hat, zeigte sich ein deutlicher Druckschmerz im linken Oberbauch vor allem. Und der Kollege, der ihn untersucht hat, konnte unter dem rechten Rippenbogen was tasten, was zunächst für eine Hepatomegalie gehalten wurde. Namengeräusche waren unauffällig, sodass er sich dann gedacht hat, das war nachmittags, er macht ein Sono kurzerhand selber und fand dann das. Das ist nicht etwa der Magen, sondern das ist im rechten Oberbauch gelegen. Und zwar ist das hier die Leber, die hier weitergeht. Und hier sieht man so eine große Struktur, etwa 13 cm durchmessend mit verschiedenen Echogenitäten. Und auf der linken Seite hier sehen Sie die Niere und dann noch eine kugelig imponierende Raumforderung. So dass dann noch eine Laborentnahme erfolgte. Da zeigte sich bei der Gerinnungsdiagnostik eine ganz leichte Erniedrigung des Quickwerts. Der Quick wird maßgeblich durch in der Leber synthetisierte Faktoren beeinflusst. Die Dedimere waren mit 5,5 etwas erhöht, der Hb 12,5 etwas erniedrigt, normozytär, normochrom, also könnte auf eine akute Blutung hinweisen. Und bei der klinischen Chemie zeigen sich dann unauffällige Elektrolyte. Bei den Leberwerten sehen wir hier geringgradige Erhöhung der Transaminasen und vor allem auch der Gamma-GT und dann eigentlich der auffälligste Befund hier, die doch deutlich erhöhte LDH als Zellzerfallsmarker. So, was nun? Also der Kollege hat eine Raumforderung in der Leber gesehen oder mindestens eine, eher mehr. Und der Patient ist dann stationär aufgenommen worden und wir haben dann uns für eine weitere Bildgebung entschieden, die dann folgenden Befund zeigte. Hier nochmal ein Querschnitt durch den Oberbauch. Hier sehen Sie die doch vergrößerte Leber und in der Leber gelegen mindestens drei große Raumforderungen mit unterschiedlichen Signalcharakteristika. Und der Vorteil der MRT-Untersuchung ist, dass man eben nicht nur, dass man manchmal auch Ergebnisse bekommt, die über die Fragestellung hinausgehen. Und wenn wir dann hier schauen, mal eine Schicht oder ein paar Schichten weiter unten, sehen Sie hier die Beine, links und rechtes Bein, linkes Bein und in der Mitte dann doch eine deutliche Raumforderung von etwa 10 cm, die eben hier nicht hingehört. Sodass dann im Verlauf auch noch Tumormarker, die wurden vorher abgenommen, die kamen dann und da zeigte sich dann ein bisschen Erhöhung von AFP und Beta-HCG. Insgesamt ergibt sich daraus folgende Verdachtsdiagnose eben auf einen metastasierten testikulären Keimzelltumor und die Raumforderungen der Leber sind nicht als Primärtumor zu werden, sondern eben als Metastasen. Die Diagnose lautete dann am Ende also postpubertal, also Typ 2 Keimzelltumor des Hodens aus verschiedenen Anteilen. Darüber werden wir sicherlich gleich noch mehr hören. Also es gab einen großen Anteil eines embryonalen Karzinoms und Anteile von einem Dottersacktumor. Und nach einem umfassenden Staging ergab sich dann folgende endgültige Diagnose, also maligner Keimzelltumor des linken Hodens. Das TNM-Stadium, das haben Sie sicherlich alle schon mal gehört, sowas. Also das ist eine pathologische Diagnose, dafür das P, T3 heißt in diesem Fall, dass der Samenstrang infiltriert war, N3 spricht für große Lymphknotenpakete, M1 sind spezielle Fernmetastasen und S, das ist durch die Serummarker, die einen bestimmten Wert überschreiten, also AFP, Beta-HCG oder LDH, in diesem Fall die LDH, die über das Zehnfache erhöht war. Der Patient hatte eine ganze Reihe von Metastasen, also nicht nur diese hepatischen, sondern auch peritoneale oder zwischen Aorta und
Polvene gelegene sowie pulmonale und pleuraranständige Metastasen und dem Mediastinum. Und histologisch, wie gesagt, eine Mischform aus embryonalem Karzinom und Dotter-Sarkom. Die Behandlung im Kindes- und Jugendalter erfolgt in der Regel in sogenannten Therapieoptimierungsstudien, in diesem Fall die MARKAI-5-Studie. Also nach der Entfernung des Primärtumors durch eine radikale inguinale Orchidektomie auf der linken Seite erfolgte noch zusätzliche Punktion einer Lebermetastase. Der Patient ist in nur einen Arm mit Cisplatin randomisiert und hat dann 4 Blöcke Chemotherapie erhalten. Die Blöcke, das heißt so, dass die in der Regel eine Polychemotherapie über einige Tage verabreicht wird, gefolgt von einigen Tagen Pause zur Erholung. Und dann geht es mit dem nächsten Block weiter. Die Therapie ist in dem Fall so intensiv, dass eine autologe Stammzelltransplantation erforderlich war. Und nach 4 Monaten Therapie erfolgte dann noch eine Resektion der retroperitonealen und einer hepatischen Metastase, um eben zu schauen, den Therapieerfolg zu überprüfen. Und hier zeigte sich kein vitales Tumorgewebe mehr, sodass der Patient dann nach 4 Monaten Therapie in die Nachsorge, in die onkologische Nachsorge ging. 6 Wochen später stellte er sich dann allerdings vor mit deutlichen frontal betonten Kopfschmerzen, die auch analgetikaresistent waren. Es ist wieder zu einer Appetitlosigkeit und Gewichtsverlust von etwa 5 Kilo in kürzester Zeit gekommen. Der Patient lag fast nur im Bett, war kraftlos, gar nicht mehr so richtig, also hat schon fast depressive Symptome gezeigt. Und so dass wir anhand dieser Symptome uns entschieden für eine Bildgebung des Kopfes mittels MRT. Und hier zeigte sich dann leider folgender Befund. Wir sehen hier wieder eine große kugelige Raumforderung mit Umgebungsreaktion und hier doch auch deutlicher Mittellinienverlagerung und ja auch Einklemmungszeichen. Und hier nochmal nur eine andere Darstellung des gleichen Befundes. So dass es hieß, wieder Therapie oder wieder Diagnostik und Therapie. Es ist nochmal ein umfassendes Staging gemacht worden, was letztendlich dann nur diesen auffälligen Befund zeigt, also eine solitäre ZNS-Metastase. Die ist resiziert worden im Januar letzten Jahres und da zeigte sich dann wieder der bekannte embryonale Keimzelltumor oder beziehungsweise nur Anteile des embryonalen Keimzelltumors, sodass der Patient dann eine Rezidivchemotherapie bekommen hat. Die erfolgt er dann mit Carboplatin und Etoposid und im Anschluss eine Radiotherapie. Das war in diesem Fall gemischt aus Protonen- und Photonentherapie. Und damit ist der Patient dann jetzt fertig geworden und nun im ersten Jahr der Nachsorge. Klinisch geht es ihm soweit, also körperlich geht es ihm ganz gut, muss man sagen. Die Therapie hat ihn aber doch psychisch wirklich mitgenommen. Er hat eine Angststörung entwickelt fängt jetzt nächsten Monat mit einer Reha-Therapie an und macht eine begleitende Psychotherapie, sodass wir dann gucken, dass er dann auch nach Möglichkeit wieder auf den Arbeitsmarkt gehen kann. Das war es von meiner Seite mit dem Fall als Einstieg. Jetzt nochmal zur Überschrift, keine Diagnose durch die Hose. Also bei dem MRT ist es dann aufgefallen, das hätte man sicherlich auch durch die körperliche Untersuchung merken können. Die wird aber oftmals an diesem Punkt vernachlässigt, vor allem aus Schamgefühl, welches nicht nur auf der Seite der Patienten ist, sondern mitunter auch auf der Untersucherseite. Also denken Sie dran, seien Sie wachsam, machen Sie die körperliche Untersuchung gründlich, gucken Sie auch in die Hose. Und damit würde ich an die Kollegen weitergeben, die Sie jetzt durch die Thematik weiterführen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Baldini, für den sehr schöne Einführung, sehr eindrucksvoll, die auch, sagen wir mal, die ganzen emotionalen, psychischen Konsequenzen einer solchen Erkrankung, glaube ich, ganz eindrucksvoll gezeigt hat. Dankeschön. Dann würde ich
kurz. Die Perspektive der Pathologie darstellen, um es ist ja schon ganz viel. Super, genau, um dann noch so ein bisschen das auch noch aus einer systematischen Perspektive zu beleuchten. Ich glaube, wenn ich Sie jetzt unvorbereitet gefragt hätte, wäre Ihnen zu Keimzelltumoren wahrscheinlich gar nicht so wahnsinnig viel eingefallen. Auf Nachfrage kommt man dann wahrscheinlich drauf, dass es was mit den Gonaden zu tun haben kann, also dem Ovar oder dem Hoden. Und tatsächlich muss man bei diesen Tumoren ein Stück weit in die Embryologie gehen und sich überlegen, das ist aber, ich verspreche, das ist eine zwar komplizierte, aber eine sehr interessante Materie, denn Keimzellen und die primitivsten, die man kennt, nennt man sogenannte, das sind primordiale Keimzellen, die stammen aus dem extraembryonalen Zellom, also aus dem Dottersack. Und das Interessante ist, die wandern dann durch den Körper und besiedeln die Keimleisten, also die Stellen, aus denen dann später die Gonaden werden, während der Embryonalperiode. Und interessanterweise passiert in diesem Stadium, Sie sehen hier, das ist schematisch gezeigt, also wir haben ja alle in den Zellen in so einem Embryo, die haben also väterliches oder mütterliches Imprinting, also das heißt, sie haben ja ein Allel vom Vater und eins von der Mutter, das spielt auch eine Rolle. Also der Körper muss wissen, ist dieses Allel vom Vater oder von der Mutter? Und das ist über sogenanntes Imprinting, also epigenetische Markierung, ist das markiert. Und das Interessante ist, also normalerweise sind alle Körperzellen stark methyliert, also epigenetisch markiert. Aber in der weiteren Ausreifung während dieser Migration löschen die primordialen Keimzellen komplett ihre Methylierung. Also setzen sozusagen, die löschen die Festplatte, gehen komplett auf Null und dann kommt es zu einer schrittweisen, unter verschiedenen molekularen Faktoren, kommt es zu einer schrittweisen Remethylierung. Dadurch differenzieren die Zellen aus und entscheiden sich dann, ob sie weiter zu einer Oozyte werden oder zu einem frühen Spermatogonien. Genau, also was man hier vielleicht noch wissen muss, während dieses Stadiums, also die Zellen reifen langsam aus und erwerben damit weitere epigenetische Markierungen. Und in dieser Phase, in diesen einzelnen Entwicklungsschritten, sind diese Zellen ziemlich vulnerabel. Jetzt ist es so, dass diese Wanderung zu der Keimleiste, zu der Urkeimleiste, die kann schiefgehen. Also man denkt sich, dass solche Keimzellen, solche primordialen Keimzellen, dass die also entlang der Mittellinie durch den Körper wandern können und andere Körperregionen besiedeln können. Und wie gesagt, diese migrierenden Keimzellen sind aufgrund dieser geringen Methylierung sind die sehr instabil und sind deswegen in dieser Phase besonders anfällig dafür, chromosomale Alterationen wie Translokationen oder sowas oder Mutationen zu erwerben. Und so stellt man sich vor, dass außer den gonadalen Keimzelltumoren, einen hat Ihnen Herr Baldini gerade vorgestellt, nämlich so einen testikulären, also vom Hoden ausgehenden gemischten Keimzelltumor, dass Sie also auch in extragonadalen Lokalisationen solche Keimzelltumoren vorkommen können. Und also diese Wanderung habe ich Ihnen gezeigt und die häufigsten Lokalisationen für solche extragonadalen Keimzelltumoren sind vor allem das Retroperitoneum, das Mediastinum und das ZNS. Und dazu noch kann es in der Sacrococcygealregion, vor allem bei kleinen Kindern, kann es ebenfalls Tumoren geben. Also das sind so die häufigsten Lokalisationen. Über ZNS-Tumoren werde ich heute nicht weitersprechen, aber das ist alles, was ich sage, gilt vom Prinzip her mit ein paar Besonderheiten auch für das ZNS. Jetzt ganz kompliziertes Bild, aber keine Panik. Man muss noch wissen, also Sie erinnern sich an diese primäre oder diese primordiale unreife Keimzelle, die dann eben über verschiedene Methylierungsschritte weiter ausreift. Und an jeder dieser Methylierungsschritte kann es durch zusätzliche Faktoren, die also auf diese unreife Keimzelle einwirken, kann es zu einer Tumorbildung kommen.
Und es hängt eben wirklich ab, an welchem Stadium diese Veränderungen auftreten. Das kommt über das Mikromilieu. Und je nachdem können dann also aus unterschiedlichen Reifungsstadien unterschiedliche Tumoren entstehen. So ist jedenfalls die Vorstellung. Das Interessante dabei ist, dass sich Keimzelltumoren ganz anders als alle anderen Tumoren, die Sie so kennen, Lungenkarzinome, Prostatakarzinome, Pankreaskarzinom, die entstehen also ganz überwiegend über gestörte Epigenetik und nicht so sehr über Treibermutationen, also so klassische P53-Mutationen, KRAS-Mutationen oder sowas findet man da eigentlich nicht. Das kann sich allerdings ändern, wenn diese Tumoren mit einer Chemotherapie behandelt werden und dann rezidivieren, dann kann es zu weiteren Progressionen kommen und dann können auch sogenannte somatische oder für somatische Malignome typische Mutationen, also eine KRAS-Mutation oder sowas, kann dann entstehen. Und noch ein interessanter Punkt, weil das so ist, das haben Sie gerade auch schon gehört in der Falldarstellung, weil diese Tumoren eben nicht typischerweise von Treibermutationen angetrieben werden, sind die auch besonders sensibel, so glaubt man, sind die besonders sensibel für DNA-Schäden, also für methylierende Substanzen, auch für alkylierende Substanzen oder DNA-Doppelbrüche, wie die eben über Cisplatin auch verursacht werden. Das heißt also, das begründet ein Stück weit die hohe Chemosensibilität dieser Tumoren und das erklärt, warum Keimzelltumoren eigentlich eine Erfolgsgeschichte in der Therapie sind, in der onkologischen Therapie. Und jetzt letzter Punkt noch. Wenn diese Störungen in einem sehr frühen Stadium auftreten, also nahe an dieser primordialen Keimzelle, dann entstehen limitiert ganz bestimmte Typen von Tumoren bei sehr kleinen Kindern. Das sind vor allem Teratome und sogenannte Dottersacktumoren. Ich sage dazu gleich noch was. Und wenn das bei älteren Kindern, also nach der Pubertät typischerweise und jungen Erwachsenen auftritt, dann unterscheiden sich diese Tumoren. Also es gibt gleichlautende, zum Beispiel Dottersacktumoren können auch bei Erwachsenen auftreten. Das haben Sie ja gerade gehört. Unser Patient hatte ein sogenanntes embryonales Karzinom und einen Dottersacktumor. Aber obwohl die gleichlautend heißen, sehen Sie hier, dass die genetisch voneinander unterschiedlich sind. Und daraus kann man schon ableiten, also aus Keimzellen können sich gleichartige Tumoren präpubertal und postpubertal ableiten, die sich aber molekular unterscheiden in ganz wichtigen Punkten, dazu sage ich gleich noch was. Und daraus kann man schon schlussfolgern, dass sich wahrscheinlich Tumoren, die vor der Pubertät entstehen und diesem Pathway folgen, klinisch und therapeutisch anders verhalten als solche, die nach der Pubertät vorzugsweise entstehen. Also, und deswegen kommt es also zu dieser heute gängigen Klassifikation, die Herr Baldini auch schon kurz anklingen lassen, die Unterscheidung von solchen Keimzelltumoren in Typ-1-Tumoren, das sind die bei kleinen Kindern, von den Typ-2-Tumoren, das sind bei größeren Kindern, also postpubertal, nach der Pubertät und bei jungen Erwachsenen und Typ-3 bei alten Menschen, über die möchte ich heute nicht sprechen. Ganz wichtig, bei diesen Typ-2-Tumoren, da findet man in den Gonaden, treten die bei Männern auf, im Hoden, findet man da ein Karzinoma in situ, wenn Sie so wollen, oder Keimzelltumor in situ. Das wird auch als intratubuläre Keimzellneoplasie bezeichnet. Und diese Tumoren, die also entlang dieses Typ-2-Pathways entstehen, die sind durch ganz charakteristische molekulare Veränderungen gekennzeichnet. Das eine würde ich Sie bitten, sich zu merken, das ist das sogenannte Isochromosom 12p. Da kommt es also zu einer Verdopplung vom kurzen Arm von Chromosom 12. Und das ist sehr wichtig, weil auf diesem Chromosom 12 sind ganz kritische Gene lokalisiert. Das hat sich jetzt hier ein bisschen verzogen, macht aber nichts. Die unter anderem dafür zuständig sind, dass diese primitiven Keimzellen, dass die pluripotent gehalten werden, dass die Apoptose vermeiden können, dass sie proliferieren und dass sie in schwieriger Umgebung bestimmten Energiestoffwechsel, also Metabolismus, betreiben können. Ja? Und wir merken uns jetzt einfach, diese Typ-1-Tumoren bei den kleinen Kindern, die entstehen vor allem über Imprinting, haben keine intratubuläre Keimzellneoplasie in den Gonaden und haben auch kein Isochromosom 12p. Bei diesen Typ-2-Tumoren, die entstehen, da findet man Vorstufen in den Gonaden, also im Hoden vor allem, und die sind gekennzeichnet durch dieses Isochromosom 12p.
Jetzt nochmal ein bisschen systematischer, ne? Wie kann man diese Keimzelltumoren einteilen? Da sehen Sie hier einen Auszug aus der gängigen WHO-Klassifikation. Die könnte ich Ihnen jetzt alles vorlesen, das müssen wir aber nicht. Man kann das ein bisschen runterbrechen auf die Dinge, die klinisch relevant sind. Und das ist das eine, das haben Sie schon gehört aus der Fallvorstellung, gonadal versus extragonadal, also im Steißbeinbereich, im Retroperitoneum, im Mediastinum, im ZNS. Dann ist ganz wichtig, handelt es sich um ein Teratom? Die kann man weiter unterteilen in reife und unreife Teratome. Und die behalten, die verhalten sich in aller Regel im Großen und Ganzen klinisch gutartig von den eindeutig malignen Keimzelltumoren. Und da gibt es eben diese verschiedenen Typen. Wenn wir wirklich bei kleinen Kindern sind, dann sind das meistens solche Dottersacktumoren. Das hatte ich Ihnen vorher auf dem einen Slide auch schon gezeigt. Wie häufig sind diese Tumoren eigentlich? Die sind selten und vor allem bei Jugendlichen unter 15 Jahren machen sie nur 3% aller Tumoren in dieser Altersgruppe aus. Und Sie sehen bei den 15- bis 19-Jährigen, da war auch unser Patient aus dem Fallbeispiel, macht es schon 14%, also einen relevanten Anteil der Tumoren aus. Es gibt ein paar Risikofaktoren, den Tryptorchismus kennen Sie bestimmt alle mit Maldes Sensus Testis, gonadale Dysgenesie. Das kleine Filtersyndrom ist ein wichtiger Risikofaktor für gerade extragonadale Keimzelltumoren, aber auch für gonadale und das Turner-Syndrom auch wegen Fehlanlagen der Gonaden, der Ovarien. Genau, und man kann sagen, also je älter die Kinder sind, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um rein reines Teratom handelt. Ich habe schon gesagt, die verhalten sich in aller Regel klinisch gutartig und so größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass sie insbesondere eine Dottersacktumorkomponente dabei finden. Bei älteren Patienten werden dann auch andere Keimzelltumoren, zum Beispiel Seminome, häufiger. Aber davor sind im Grunde diese beiden Typen die relevanten. Und deswegen möchte ich Ihnen zum Schluss auch noch ein oder zwei Bilder dazu zeigen. Teratom, der Begriff kommt ja aus dem Griechischen, teratos, also furchtbar, unglaublich, unerhört. Ja. Das sind Tumoren, die Elemente aus allen drei Keimblättern, also Ektoderm, Mesoderm, Endoderm enthalten. Die können mal Hormone produzieren, das sehen Sie hier, also Insulin, Wachstumshormone und so weiter. Es gibt auch, also das wäre jetzt ein Beispiel für ein reifes Teratom, das muss man histologisch natürlich untersuchen. Unreife Teratome werden ausschließlich nach ihrem Gehalt an unreifen Nervengewebe eingeteilt. Das hier ist, das erinnert so ein bisschen an Neuralrohr. Das müssen Sie mir jetzt glauben, das ist histologisch dann reif. Das ist manchmal gar nicht so einfach zu sehen, ob das jetzt reif oder unreif ist. Aber der Gehalt an solchen Komponenten entscheidet dann darüber, ob dieser Tumor als unreifes Teratom eingestuft wird. Und je höher der Grad ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich so ein Tumor dann doch mal aggressiv verhält und auch metastasieren kann. Und zusätzlich steigt das Risiko, dass diese Tumoren auch Dottersacktumoranteile enthalten. Und jetzt haben wir auch schon so viel über den Dottersacktumor gehört, deswegen möchte ich den Ihnen zum Schluss auch noch kurz zeigen. Das ist nun wiederum ein maligner Keimzelltumor, der Ähnlichkeit hat zu extraembryonalen Strukturen, also dem Dottersack, den habe ich Ihnen vorher schon gezeigt. Das ist diese Struktur, aus der sich die primordialen Keimzellen ableiten. Andere Strukturen des extraembryonalen Gewebes. Und da ist eben auch wieder wichtig, und das gilt generell bitte auch noch als Take-Home-Message, wie bei unseren Patienten gerade, ist ganz, ganz wichtig, das Alter mit zu berücksichtigen, auch für die Prognoseabschätzung. Ist der Patient präpubertär oder ist er postpubertär? Denn je älter der Patient ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um einen Typ-2-Tumor handelt, der ja aggressiver, sich klinisch aggressiver verhält. Das passt also auch genau zu dem, was wir gerade gehört haben. Desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Tumor ein Isochromosom 12p enthält. Und andersrum, je kleiner das Kind ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um einen Typ 1 handelt. Das ist prognostisch und klinisch absolut relevant. Sie sehen hier, dass der Typ 1 häufig lokalisiert ist bei Diagnose und insgesamt eine gute Prognose hat, während der Typ 2 schon bei der Präsentation häufig bereits metastasiert ist. Und es ist auch noch, insofern ist diese Dottersack-Komponente wirklich klinisch relevant, denn
Die Erfahrung ist, dass also die wenigen Fälle, die chemoresistent sind, die also nach einer Chemotherapie noch vitale Tumorreste zeigen oder dann wieder auswachsen, dass die sehr, sehr häufig dort eine Dotter-Sarkoma-Komponente enthalten. Das heißt, das scheint irgendwie eine besonders problematische Komponente zu sein, die sozusagen dem Tumor ein Reservoir gibt für Resistenz und für das erneute Auswachsen. Ja, damit bin ich mit meinen Ausführungen am Ende. Ich sollte vielleicht noch ganz kurz sagen, die Veranstaltung wird aufgezeichnet und Sie können sie dann, die wird auf der Webseite des CCC abgelegt. Das heißt, Sie können das dann auch gerne nochmal nachhören und nachlesen. Gut, dann würde ich gerne an Professor Karl übergeben. Hier, ne? Ja, hallo, Fritz Karl, ich leite hier die Kinderchirurgie und habe heute die Aufgabe, Ihnen einen kleinen Einblick in die chirurgische Therapie dieser gerade eben beschriebenen Tumore zu geben. Das Erste, wenn wir uns natürlich irgendwie chirurgisch irgendwie eine Frage stellen, ist, welche Ziele gibt es denn in der chirurgischen Behandlung? Das Erste, was wir sozusagen versuchen müssen, ist als Chirurgen die komplette Tumorentfernung zu erreichen. Das haben Sie ja auch gesehen bei unserem Fallbeispiel, dass es zwar dann in mehreren Schritten ist, dass wir natürlich während der primären Operation auch ein exaktes Staging mit Lymphknotenbefall und so weiter haben. Aber wenn wir radikal operieren wollen, müssen wir uns natürlich trotz allem darüber Gedanken machen in unserer Strategie der Behandlung über Reproduktion und hormonelle Funktion. Das mache ich einfach mal weiter, weil das sind sozusagen Sachen, die Sie schon vieles gehört haben. Relativ seltene Tumor, zweigipflige Altersauftreten klinisch haben wir auch, das mache ich auch mal weiter. Und wenn wir uns sozusagen gucken, ein Drittel all dieser Tumore sind im Ovar lokalisiert, ein Fünftel im Endeffekt im Hoden und der Rest so ein bisschen verteilt. Das mache ich auch mal weiter. Das haben wir sozusagen, wenn wir uns sozusagen über sozusagen das Therapieprinzip unterhalten, ist sozusagen natürlich zur Einschätzung von den Keimzelltumoren, von denen wir nicht primär wissen, ist es ein maligner oder nur ein potenziell maligner Tumor, gerade sozusagen das, was wir beim Teratom gehört haben, ist es so, dass wir natürlich eine sorgfältige, ausreichende Bildgebung des Lokalbefundes, aber auch der potenziellen lymphatischen oder hämatogenen Metastasierungsorte präoperativ haben, um dann in der kinderonkologischen Konferenz klar zu besprechen, wie gehen wir vor, was ist unsere Therapie, nämlich die primäre chirurgische Therapie oder erst eine prä- und oder postoperative Chemotherapie. Chirurgisch ist sozusagen natürlich essentiell, sozusagen ein essentieller Bestandteil. Die komplette Resektion ist sozusagen der entscheidende Einflussfaktor für die langfristige Prognose. Und auch sozusagen sollte, aber trotz allem sollte die primäre vollständige Resektion, wie ganz häufig in der Kinderonkologie, nur dann angestrebt werden, wenn wir das ohne eine massive Gefährdung des Patienten mit Funktionsverlust und so weiter erreichen. Nicht resektable Tumore versuchen wir präoperativ chemozutherapieren. Wenn wir über komplette Resektion uns unterhalten, müssen wir einfach definieren, was verstehen wir darunter. Im Ovarbereich die primäre Resektion des Ovars und auch der Tube, beim Hoden den betroffenen Hoden, den Nebenhoden und den kompletten Samenstrang inguinal, über einen inguinalen Zugang und nicht über Skrotal. Also sozusagen die sogenannte hohe inguinale Orchiektomie. Und dann, da haben wir noch sozusagen gar kein Bild gesehen, sehen Sie gleich noch die saxokoaxialen Keimzelltumoren, also sozusagen das sogenannte Steißbeinteratom. Da ist sozusagen die en bloc
primäre Resektion sozusagen das, was wir wollen. Staging hatte ich gesagt. Es gibt immer wieder sozusagen die Überlegung, können wir eine organerhaltende chirurgische Therapie am Ovar oder am Hoden machen, wobei wir da sehr, sehr kritisch sein müssen im Vorgehen. Natürlich beim beidseitigen Befall, was wir in ungefähr 6% aller Fälle haben, beim Eierstock sind wir sozusagen dann natürlich aufgefordert, sozusagen versuchen, eine gonadenerhaltende Therapie zu machen. Wie fallen die Kinder auf? Viele Kinder fallen eigentlich sozusagen klinisch mit einer Torsion auf. Gerade am Ovar sind es ungefähr 30% der Kinder, die auffallen dadurch mit einem akuten Schmerzereignis im rechten oder linken Unterbauch und dann in der primären Sonographie dann im Endeffekt eine zystische Struktur im Ovarialbereich auffällt. Bei den Hoden deutlich weniger, aber das ist sozusagen etwas, wenn wir uns überlegen, wann wird ein kleines Mädchen im Bereich des Unterbauchs überhaupt sonografiert? Und natürlich ist Sonografie auch unsere primäre, sozusagen primäre Diagnostik und wegweisend. Biopsien, wenn es irgend geht, wollen wir sozusagen vermeiden. Nur dann, wenn wir sozusagen einen nicht resektablen, nicht resizierenden Tumor haben, um dann im Endeffekt die Histologie des Tumors und die weitere Therapie zu verstehen. Sozusagen bei dem Ovar ist sozusagen unser Standardzugangsweg die primäre Unterbauch, mediane Unterbauchlaparotomie, dann immer bei den Tumoren Aspiration und Zytologie von Peritonealflüssigkeit, dann Aufsuchen der Gefäße des Eierstocks, Ligatur dieser Gefäße, bevor wir sozusagen überhaupt eine resizierende Therapie machen. Dann kommt immer die Inspektion der kontralateralen Adnexe, weil in dem Moment müssen wir, wenn wir uns sozusagen entscheiden, wollen wir eine primäre Ovarektomie der betroffenen Seite machen. Wie sieht sozusagen die Gegenseite aus? Oder müssen wir sozusagen unsere Operationsstrategie in dem Moment zur zur Reproduktionsfähigkeit unterscheiden? Müssen wir eventuell Ovargewebe asservieren, um später eventuell den Patientinnen eine Schwangerschaftsmöglichkeit zu geben. Dann kommt die Inspektion der Bauchhöhle, Omentum, Peritoneum, aber auch sozusagen Pleura visceralis und parietalis und der Leber, gegebenenfalls Biopsieren von Lymphknoten. Wir inspizieren die komplette Gefäßachse und auch sozusagen den bis hoch zum Nierenhilus. Wenn man überlegt, wir haben einen ganz kleinen Tumor, geht das Ganze auch laparoskopisch, bei den größeren Tumoren geht es nicht. Teratome primär sozusagen komplett resiziert. Ausgedehnte Ovarialtumore sind primär meistens nicht resektabel und dann sozusagen Histologie, um dann im Endeffekt eine Vortherapie zu machen. Laparoskopie zur Minimierung des Zugangstraumas. Im Gegensatz dann aber auch mit dem deutlich erhöhten Risiko der Verletzung der ovariellen Strukturen mit einer Aussaat, aber wir können sozusagen die Gegenseite relativ gut sagen. Ein Beispiel einer Patientin aus der letzten Woche, haben wir letzten Freitag operiert. Wir sehen hier eine junge Dame, 12 Jahre alt, die wir sozusagen einfach auffielen mit einer deutlich deszendierten Unterbauch und in der MRT sehen wir Bauchdecke und dann diese zystische Struktur, die hier im Endeffekt an das Ovar anschließt. Und Sie können sich vorstellen, wenn wir hier laparoskopieren, ist sozusagen der komplette Unterbauch ausgefüllt, dass wir da gar nicht sozusagen die Keimzellstrukturen sicher einsehen können. Deswegen auch hier die primäre Unterbauchlaparatomie. Hier sehen wir schon diesen zystischen, altblutig gefüllten Tumor. Dann im Endeffekt Hervorluxieren des Tumors. Hier sehen wir Tube, dass wir das Gesamte uns im Gesamt darstellen. Dann Gefäßligatur. Dann kommt im Endeffekt das, was ich Ihnen gerade beschrieben habe, die Inspektion des Netzes hier dargestellt und auch die Inspektion der Gegenseite, die völliges unauffälliges Jungmädchen-Ovar beinhaltet. Und dann im Endeffekt die vollständige Resektion mit hier dem
soliden Anteil, den Sie auch in dieser zystischen Struktur gesehen haben. So ist sozusagen unser klassisches Vorgehen beim Mädchen. Beim Jungen haben Sie jetzt mehrfach gehört, die hohe inguinale Orchiektomie ist sozusagen der einfachste Weg, wäre natürlich eigentlich skrotal, aber kommt im Endeffekt mit den Lymphabflusswegen, gehört sozusagen nicht nur die Hodenentfernung, sondern auch Nebenhoden, Samenleiter bis hoch zum inneren Leistenring und das funktioniert nur von inguinal. Eine Teilentfernung des Hodens geht sozusagen nur bei den Minimalbefunden, was wir sozusagen kleiner 2,5 Millimeter haben. Alles andere wird sozusagen primär sozusagen inguinal resiziert. Und als letztes Beispiel noch einmal ein Steißbeinteratom. Wir sehen hier einen riesigen Befund, über 1,2 Kilo später, kleines Mädchen zur Orientierung, das ist im Endeffekt der Anus, die kleinen großen Schamlippen, sozusagen hängt sozusagen im Schwanzbereich dieser riesen Tumor dran. Hier sozusagen ein anderes Bild, also nicht dazu passend, aber im Endeffekt in der MRT sehen wir von der Steißbeinspitze. Häufigste auch Manifestation auch im Kleinkindalter haben wir sozusagen relativ früh, 1 zu 40.000 zu Ungunsten der Mädchen, also relativ häufig, meist gemischt pusilide, selten primär maligne, aber kann sich im Endeffekt langfristig entwickeln. Und wenn wir uns sozusagen einmal die Einteilung angucken, sehen wir relativ häufig, ich zeige Ihnen das mal als Beispiel, das ist sozusagen unser klinisches Beispiel, die bis hoch ins kleine Becken reichen können. Aber die, die wir relativ häufig verspätet erst entdecken, sind die Typ-4-Tumore, die im Endeffekt überhaupt keinen sichtbaren primären Anteil haben und dann natürlich deutlichst länger unentdeckt bleiben und da eine deutlich erhöhte Malignitätskomponente haben. Auch hier sozusagen relativ ausgiebige primäre Therapie, häufig pränatal natürlich bekannt, mit der Resektion, Planung im Zentrum. Meistens dann bei den extrakorporalen gut sichtbaren ist die primäre Resektion gleich nach Geburt das Therapieziel unter Kapselerhalt und Teilresektion des Steißbeins mit. Und dann ist das, was sozusagen so ein bisschen auch in die Prognose, in die funktionelle Prognose geht, die Rekonstruktion des Schließmuskelapparats. Wir lagern die Patientin auf den Patienten auf den Bauch. Unser erster Weg ist sozusagen die Eröffnung über dem Steißbein und operationstaktisch ganz, ganz wichtig, durch Trennung des Steißbeins, ohne den Tumor bisher irgendwie in irgendeiner Form tangiert zu haben und Darstellung der zugführenden Gefäße. Weil wenn es hier zum Einriss dieser Gefäße kommt, kommt es zur maximalen Blutung. Das Gefäß zieht sich hinter das Steißbein zurück und wir kommen extrem schwierig daran. Dann folgt die primäre Resektion des Tumors unter Erhalt, dann Rekonstruktion des Steißbeinteratoms und des Schließmuskelapparates, wobei da die Abgrenzung häufig nicht gut möglich ist. Und dann, wenn es da zum Einwachsen kommt, kommt es auch in der Prognose funktionell zu einer relativ eingeschränkten Funktion der Kontinenz, abhängig von Ausdehnung und Begleitschäden durch die Operation, durch Verletzung von Nerven. Je kleiner die Kinder sind, desto geringer ist die Malignitätswahrscheinlichkeit. Aber auch diese Kinder werden langfristig kinderonkologisch überwacht mit Monitoring durch Tumormark und natürlich durch lokal- und sonografische Überwachung. Vielen Dank. Vielen Dank. So, der letzte Vortrag ist mir vorbehalten.
Mein Name ist Christoph Kramm. Ich bin Leiter der Abteilung für Kinderhämatologie und Onkologie in der hiesigen Kinderklinik und auch Leiter des Kinderonkologischen Zentrums am GCC. Und meine Thematik ist die Diagnostik und nicht operative Therapie von Keimzelltumoren bei Kindern und Jugendlichen. Noch eine kurze Ansage im Anschluss zu meinem Vortrag wollten wir auch gerne Fragen beantworten. Die können Sie natürlich jederzeit gerne jetzt noch in den Chat stellen. Gut, dann mache ich mal weiter. Wenn ich von Philipp Ströbel eben das Konzept gesehen habe zur Epigenetik und Genetik von Keimzelltumoren, da erscheint dieses histogenetische Konzept aus den 70ern schon ziemlich primitiv, aber für den klinischen Alltag ist das eigentlich was ganz Nettes immer zur Rekapitulation und zur Einordnung von Befunden, die man erhebt. Wir haben, wie Philipp Ströbel gesagt hat, die primordiale Keimzelle, die aus der Wand vom Dottersack so circa 3 Wochen nach Befruchtung entsteht. Die ist totipotent und die differenziert sich dann über weitere multi- und unipotente Keimzellen. Schließlich bei normaler Differenzierung in grün, in die Plazenta, in den Dottersack und Embryo weiter. Wenn man jetzt guckt, was passiert, wenn es zu einer malignen Transformation oder einer tumorösen Transformation des an sich normalen Gewebeentwicklung kommt, dann haben Sie auf jeder Ebene dieser Differenzierung nach diesem histogenetischen Konzept dann die jeweiligen Histologien, die wir bei Keimzelltumoren finden, von embryonalen Karzinomen bis zum Teratom und auch die Beziehung, wenn man das so untereinander sieht, zwischen Embryo und Teratom erklärt sehr gut, dass wir oft auch Teratome haben, wo wir Zähne, Haare, Haut und sonstige differenzierte Gewebemerkmale finden. Ich finde, das erklärt auch ganz gut, dass man auch Marker im Blut oder auch in anderen Körperflüssigkeiten wie im Liquor nachweisen kann, je nachdem, wie die Hauptkomponente des Tumors bestückt ist. Bei den Choriokarzinomen, die sich von der, wie gesagt, von nach diesem histogenetischen Konzept von der Plazenta ableiten oder auf derselben Ebene entstehen wie bei der normalen Differenzierung die Plazenta. Da findet man häufig das Schwangerschaftshormon Beta-HCG, das halt auch von der Plazenta produziert wird bei einer normalen Schwangerschaft. Beim Dottersacktumor finden wir dagegen das AFB und beide Hormone, beide Tumormarker helfen uns, Tumoren bezüglich Risiko einzuteilen oder auch bezüglich Diagnose zu verwerten und in Einzelfällen auch auf eine histologische Sicherung verzichten zu können. Die Zahlen, die ich Ihnen hier präsentiere, die habe ich aus einer Publikation und einer Doktorarbeit über Dr. Google eruiert. Die sind ein bisschen anders als die von Fritz Karl präsentierten, aber ich glaube, einheitlich kann man sagen, dass im ganzen Körper Keimzelltumoren auftreten können und dass am häufigsten die Gonaden, Ovar und Hoden betroffen sind und das Steißbeinteratom auch relativ häufig vorkommt. ZNS, die wir hier in Göttingen, ZNS-Keimzelltumor, die wir hier in Göttingen relativ häufig sehen, machen dagegen nur 5% aus. Wie werden die Patienten nun behandelt im Kindes- und Jugendalter? Immer wohlgemerkt, haben wir 2 verschiedene Protokolle, Therapieprotokolle, einmal für die ZNS-Keimzelltumore, ein europaweit gültiges Behandlungsprotokoll, das SIOP-CNS, CNS-GCT2-Protokoll. Und für die anderen Keimzelltumoren, wir unterscheiden zwischen extrakraniellen und intrakraniellen Keimzelltumoren, die werden über das MAKAI-5-Protokoll behandelt. MAKAI, ganz einfach eine Abkürzung für maligne Keimzelltumore.
Interessanterweise in dem MAKAL-5-Protokoll sind auch gynäkologische Patienten bis zum Alter von 36 Jahren mit ovarialen Keimzelltumoren integriert. Die hohen Tumoren des Erwachsenenalters, auch des jungen Erwachsenenalters, werden nicht über MAKAL-5 behandelt. Die werden meistens über die urologischen Kollegen dann in separaten Behandlungsprotokollen behandelt und betreut. So, was kann man nun zum diagnostischen Vorgehen sagen? Unsere Behandlungsprotokolle definieren auch immer das diagnostische Vorgehen zur Stadieneinteilung und zur genauen Subtypisierung der Tumoren. Und bei Verdacht auf einen intrakraniellen Keimzelltumor macht man MRT Schädel und Spinal. Man bestimmt sowohl im Serum als auch im Liquor AFP und Beta-HCG. Man guckt auch im Liquor nach der Zytologie, ob eine Tumorzellaussaat über ein Liquor stattgefunden hat. Und dann steht natürlich am Ende der Diagnosekette die histologische Sicherung, außer, und da gibt es zwei Ausnahmen, wenn wir einen sogenannten sezernierenden Keimzelltumor, die heute auch Non-Germinome des ZNS genannt werden, haben. Das sind Tumoren, die durch Überschreitung bestimmter Grenzwerte für AFP und Beta-HCG als sezernierend empfunden werden und rein über diese Erhöhung der Tumormarker im Serum und oder Liquor diagnostiziert werden können ohne weitere histologische Sicherung. Und ein besonderer Subtyp ist eine MRT-basierte Diagnose, wenn ein Patient keine AFP oder Beta-HCG in Serum oder Liquor hat und hat im MRT eine typische bifokale Tumormanifestation mit einem Herd in der Pinealis-Loge und einem Herd supraciliär. Wir haben derzeit einen Patienten, der hat in der Pinealis-Loge und im Hypophysenstiel eine Manifestation gehabt. Da haben wir die Diagnose auch ohne histologische Sicherung eines Germinoms bestätigt. Gut, für extrakranielle Keimzelltumore ist im MAKAL-5-Protokoll vorgesehen, dass man CT und MRT, ein MRT meistens macht bei Kindern und Jugendlichen mit drei Schichten- und Kontrastmitteldarstellung, dass man zum Ausschluss von Lungenmetastasen Thorax-CT macht, dann noch ein Abdomen-Ultraschall und ein MRT des Gehirnes. Unser Patient, den Herr Baldini vorhin gezeigt hat, der hat auch initial eine MRT-Aufnahme des Schädels bekommen, die komplett unauffällig war, aber der hat auch eine hat eine Dissemination gehabt, eine erhöhte LDH als Risikofaktoren. Da ist das auch in dem Protokoll vorgesehen. Dann, wie gehabt, Serum, AFP und Beta-HCG. Und hier kommt es dann drauf an, wie weiter verfahren wird, ob man den Tumor nach vorheriger Eruierung, zum Beispiel im Tumorboard mit den Kollegen der chirurgischen Fachdisziplin, als resezierbar oder nicht resezierbar ansieht. Wenn der Patient natürlich schon disseminierten Tumor hat, dann läuft es auf jeden Fall auf eine Biopsie nur drauf raus. Ansonsten, wenn man denkt, man bekommt zum Beispiel einen Ovarialtumor komplett hinaus, kann man auch eine initiale Tumorresektion versuchen und dann je nach histopathologischer Diagnose wie der Tumor aber komplett oder nicht komplett entfernt worden ist und ob zum Beispiel die Gefäße oder auch die Lymphgefäße infiltriert sind, wird dann eine Stadienanteilung und dann das weitere Therapiekonzept entwickelt. So sieht ein Therapiekonzept für einen intrakraniellen Keimzelltumor, in dem Fall einen sezernierenden Keimzelltumor, ein sogenanntes non
Germinom des ZNS. Da gibt es auch Risikofaktoren. Alter ist ein Risikofaktor. Patienten unter 6 Jahren verlaufen bei ZNS-Keimzelltumoren schlechter und AFP-Werte über 1000 zeigen auch ein schlechteres Ansprechen, eine schlechtere Therapierbarkeit an. Ansonsten bekommen die Patienten im Standardrisiko unsere übliche Kombination aus Cisplatin, Etoposid, Ifosfamid, gerne PEI genannt, sehr intensiv über 5 Tage. Dann eine Re-Evaluation und je nach Ansprechen gibt es dann nochmal einen Kurs PEI oder eine Intensivierung, sogenannter hochdosierter PEI-Block mit noch stärkeren stärkeren Dosierung und anschließend einen sogenannten Stammzellboost, wie Herr Baldini das vorhin in der Fallvorstellung bei unserem Patienten gezeigt hat, um die Nebenwirkungen der hochdosierten Therapie abzufangen. Und die Patienten werden dann auch noch bestrahlt, je nachdem, ob es metastasierend ist, nur im Tumorbett oder die kraniospinale Achse, also komplett Gehirn und Spinalmark, wenn Metastasen vorliegen. Gut, bei den Germinomen sieht das Protokoll deutlich weniger intensiv aus. Da sehen Sie schon, dass es nur 3 Tage dauert und dass das Cisplatin durch das deutlich weniger toxische Carboplatin ersetzt worden ist, aber auf 4 Blöcke. Und am Ende steht auch immer eine Bestrahlung, je nach Ansprechen. Und bis auf die Patienten, die schlecht oder gar nicht angesprochen haben, sehen Sie, dass die Bestrahlung auch relativ wenig in der Dosierung ist und das Ventrikelsystem erfasst nicht das Tumorbett. Also da geht es mehr darum, Aussaat über das Tumor, über das Ventrikelsystem zu vermeiden. Interessanterweise, ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen Heiko Herrlich kennt, Bundesliga-Fußballer und Trainer, zuletzt beim FC Augsburg. Der hat ein Germinom gehabt im Gehirn und wurde nur bestrahlt und wurde, glaube ich, damals auch nach Mackay behandelt. Und dem geht es zugegebenermaßen gut. Eine alleinige Bestrahlung kranio-spinal mit Tumorbettboost ist bei Germinomen dann vorgesehen, wenn ein Patient eine metastasierte Erkrankung hat. Gut, das neue MAKAI-5-Protokoll ist viel bunter als das ZNS-Protokoll. Ich habe das zur besseren Übersichtlichkeit. Einfach das, was, glaube ich, weniger interessiert, abgeblendet. Es ist immer ein hoher Prozentzahl bei den extrakraniellen Keimzelltumoren, da wo wir in einer Watch-and-Wait-Situation sind. Dann nämlich, wenn eine komplette Tumorentfernung möglich war, wenn noch keine Fern- oder auch Lymphknotenmetastasierung vorgelegen hat und wenn man auch von einer Streuung über Gefäßsystem oder Lymphgefäßsystem nicht ausgehen kann, weil halt unsere Pathologie sagt, dass keine Invasion von Tumorzellen in die Gefäß- und Lymphgefäße stattgefunden hat. Der Rest der Patienten wird je nach Tumorstadium eingeteilt in verschiedene Risikogruppen von Intermediate bis Very High Risk und kriegen wieder PEI oder Carbo-Etoposid-Protokolle oder auch intensivierte Protokolle, diese DPI, dosisintensivierte PEI mit anschließend Stammzell-Support. Das ist einfach nur ein anderer Name für das hochdosierte PEI, was Sie schon von den ZNS-Tumoren vorhin vorgestellt bekommen haben. Gut, bei den ovariellen Tumoren haben wir 60% der Patienten, wo wir eine Watch-and-Wait-Strategie haben. Diese Zahlen habe ich aus dem letzten Vorläufer MAKAI-Protokoll, wie viel Prozent der Patienten letztendlich behandelt und wie viel Watch-and-Wait.
erhalten haben. Und da ist ähnlich wie bei den Hodentumoren vorhin auch ein Stadium da, wo eine komplette, mikroskopisch komplette Tumorresektion eines eher lokalisierten Tumorgeschehens stattgefunden hat. Und auch hier, ähnlich wie bei den Hodentumoren, eine Risikostadium-Einteilung mit unterschiedlichen Intensifikationen von unserem PI oder CABO-PI-Protokoll. Gut, und dann haben wir noch die extragonatalen Tumoren, Keimzelltumoren im MAKAI-5-Protokoll. Hier gibt es deutlich weniger Watch-and-Wait-Patienten. Und hier geht es auch darum, dass eine mikroskopisch komplette Tumorresektion ohne Nachweis einer vorhergehenden Lymphknoten oder Fernmetastasierung stattgefunden hat. Und die Patienten erhalten auch wieder PI, CABO-PI oder dosisintensiviertes PI, je nach Risikoeinteilung. Gut, dann noch zum Schluss etwas speziellere Therapieform. Herr Wessalowski, ein Kollege von mir aus meiner Facharztausbildung in Düsseldorf, hat über 30 Jahre die Hyperthermie bei Keimzelltumoren und Sarkompatienten vorangetrieben in der Kinderonkologie. Düsseldorf war 20 Jahre lang Studienzentrum für die MAKAI-Studie, deshalb die Beziehung vor allem auch zu den malignen Keimzelltumoren. Sind die Grundlagen für die maligne Hyperthermie? Patienten, die bei den an sich gut prognostischen Keimzelltumoren ein Rezidiv oder ein refraktäres Tumorgeschehen entwickeln, lassen sich in der Regel schwer heilen. Anschließend heilen durch eine Zweitlinientherapie, wenn keine lokale Tumorkontrolle durchgeführt werden kann. Das heißt, wenn der Tumor nicht mehr komplett operiert werden kann, ist die Prognose in der Rezidiv- und Progresssituation äußerst düster. Das sagt auch dieser zweite Abschnitt aus einer Folie von Herrn Wessalowski genau aus. Und die regionale Tiefenhyperthermie kann jetzt zusätzlich zu einer Rezidiv-Chemotherapie eingesetzt werden, um Patienten wieder in eine Situation zu bringen, wo eine R0 und eine R1-Resektion und damit eine bessere Ausgangssituation für die Langzeitprognose geschaffen werden kann. Was ist regionale Hyperthermie? Man wärmt im Prinzip den Tumor auf 40 bis 43 Grad auf, das im Unterschied zu einer allgemeinen Hyperthermie, die von verschiedenen, zum Teil komplementärmedizinischen Institutionen angeboten wird. Da wird der ganze Körper auf 39 Grad ungefähr erwärmt. Hier durch die regionale Hyperthermie wird deutlich höhere Grade im Tumor selbst erzeugt. Und die Idee ist, dass man durch die Hyperthermie die Chemo und die Radiotherapie verstärkt. Hier eine Chorionkarzinom, also eine maligne Keimzelltumor-Zelllinie. Sie sehen blau bei Körpertemperatur, ist die relativ resistent gegen ansteigende Dosierung von Cisplatin. Wenn man auf 42 Grad grün oder 43 Grad rot erwärmt, steigt wieder die Empfindlichkeit gegenüber der Cisplatin-Behandlung an. Das ist das Prinzip, was man mit der regionalen tiefen Hyperthermie verfolgt. Im Prinzip, wie funktioniert eine regional tiefen Hyperthermie? Im Prinzip ist das so ein ähnliches Prinzip wie die Mikrowelle. Man arbeitet mit hochfrequenten elektromagnetischen Wellen, die von Antennen, die an diesen Ringapplikatoren sitzen, erzeugt werden durch hochtechnologisches Temperaturmonitoring und computergestützt wird dann diese elektromagnetischen Wellen in den Tumor direkt gelenkt, sodass der Tumor unter
unter Schutz der Umgebungsgewebe isoliert auf 43 bis 44 Grad Celsius aufgewärmt werden kann. Dadurch, dass das gelingt, kriegen die Patienten nicht nur Temperatursonden auf die Haut aufgeklebt, sondern die kriegen auch eine Temperatursonde direkt invasiv in den Tumor reingelegt und ein Physiker und Ingenieur überwachen dann die vielen Temperaturwerte, die durch die intratumorale Sonde und durch die Hautsonden erzeugt werden, um ähnlich wie bei einer Strahlentherapie die Wirkung der Hyperthermie auf den Tumor selbst zu konzentrieren. Die Patienten liegen auf Wasserkissen, damit die Haut nicht verbrennt und Hautnekrosen durch Temperatur an der Außenhaut entsteht. Die Behandlung an sich erfolgt parallel zu einer Chemotherapie, dauert mehrere Stunden. Die Patienten sind dann während dieser Zeit in der Dauersedierung. Die Behandlung parallel, Chemotherapie beim parallel zur Hypertherapie ist auch wieder das PAI-Protokoll. Sie sehen, das ist hier allerdings nur 4 statt 5 Tage lang und am 1. und 4. Tag erfolgt immer von Ifosfamid und Cisplatin die Applikation parallel zur regionalen tiefen Hyperthermie. Das ist jetzt eine Studie, die Herr Westerlowski in Lancet Oncology bezüglich malignen Keimzelltumorrezidiven und refraktären Tumoren veröffentlicht hat. In dieser Phase 2 Studie waren 44 Patienten. Das sind alles Patienten, die entweder schlecht auf die initiale Therapie oder ein oder mehrere Rezidive gehabt hat. Und Sie sehen, und dass er bei den Patienten, die nicht vor der Hyperthermiebehandlung bereits eine Tumorresektion erhalten haben, wo dann die Hyperthermiebehandlung nur zur Konsolidierung des chirurgischen Therapieeffektes angewendet wurde. Also bei den Patienten, wo ein nicht resektabler Tumor da war, sehen Sie, dass er immerhin bei 86% der Patienten an Ansprechen erreicht hat. Hier zum Beispiel so ein Patient mit einem Dottersacktumor, das ist die Blase, hier Beckenknochen. Und Sie sehen, dass nach 3-mal Hyperthermiebehandlung mit Chemotherapie der Tumor deutlich kleiner und damit wieder resezierbarer geworden ist. In der Tat hat er dann bei der Großteil seiner Patienten, wo noch resektabler Tumor nach Hyperthermiebehandlung nachweisbar war, erreicht, dass ein Großteil der Patienten, die vorher nicht resezierbare Tumore gehabt haben, dann R0 oder R1 resezierbar geworden sind. Und das ist die Überlebenskurve, die Herr Westerlowski in seiner Studie für das Gesamtüberleben rot und blau für das ereignisfreie, also im Prinzip rezidiv- und progressfreie Überleben erzielt hat. Und das sind Zahlen, die wir auch aus der Erstlinienbehandlung kennen. Also auch bei Patienten, die eine äußerst schlechte Prognose gehabt haben, konnte die Studie von Herrn Westerlowski durch kombinierte Chemotherapie, regionale Tiefenhyperthermie und Operation wieder ein sehr gutes Langzeitüberleben erreichen. Zusammengefasst, Keimzelltumoren können überall im Körper entstehen. AFB und Beta-HCG sind wichtige Marker. Intra- und extrakranielle Keimzelltumoren werden unterschiedlich behandelt im Prinzip sind aber ähnliche Radiochemotherapiekonzepte, die zur Anwendung kommen mit jeweiligen Eskalationsstufen je nach Risikogruppe. Ein Teil der Patienten wird auch nur Watch und Wait. Insgesamt ist ein gutes Überleben. Die Progresssituation, vor allem wenn man den Rezidivtumor, Progredientumor nicht operieren kann, ist ungünstig. Aber auch mit der regionalen Tieferhyperthermie, mit Chemo und Resektion stehen da wieder ein Instrumentarium zur Verfügung mit einer deutlichen Prognoseverbesserung. Vielen Dank.
Super. Ja, Christoph, vielen Dank für den schönen Übersicht. Ich gucke jetzt gerade mal noch, ob es Fragen im Chat gibt. Ups. Es gibt keine, bislang keine. Okay. Okay, ich habe noch eine Frage an dich, Christoph. Du hast gesagt, ihr seht relativ häufig viele kranielle Keimzelltumoren. Ja. Was würdest du denn schätzen als niedergelassene Kinderärztin, Kinderarzt? Wie oft sieht jemand in der Niederlassung so ein Kind? Also ich habe einmal ausgerechnet, wie oft sieht jemand in der Niederlassung als Kinderarzt überhaupt einen kinderonkologischen Patienten in 30 Berufsjahren. Das waren so ungefähr 9 genau. In 30 Jahren. Alles. Leukämien, Knochentumoren, Neuroblastomen, alles. Wenn man dann von Kernzelltumoren 3-4% unter allen kinderonkologischen Patienten ausmacht, dann sieht man natürlich, dass eher selten. Genau. Also das war mir nochmal wichtig, einfach Ihnen auch nochmal zu verdeutlichen, dass warum, dass diese Tumoren also wirklich exquisit selten sind. Zum Glück kann man sagen, und dass das einfach an ein Zentrum gehört und interdisziplinär behandelt gehört, weil man sonst es völlig unmöglich ist, dass man die Expertise, die man braucht, dass man die sich so in der Peripherie erwirbt. Vielleicht noch eine letzte Frage. Die Tiefenhyperthermie, können wir die auch hier in Göttingen anbieten oder würde man diese Patienten überweisen? Also wir würden die Patienten nach überweisen. Ich glaube, dass diese regionale Tiefenhyperthermie für die Erwachsenen München ist da der Standort, für die Kinder und Jugendliche Düsseldorf. Und dann gibt es halt noch andere Hyperthermiezentren, aber wir können das mit der Apparatur, die wir hier haben, können wir das machen. Da kann man nur Extremitäten isoliert perfundieren und erwärmen. Ja. Gut. Dann bleibt mir nur nochmal mich bei allen Beteiligten, den Referenten zu bedanken, bei unserem Team vom CCC, Frau Dall und Herrn Papendick für die Organisation und die technische Betreuung und Ihnen noch vielleicht den Hinweis, dass es auch weitere Veranstaltungen gibt, zu denen wir Sie ganz herzlich einladen möchten vom CCC. Da wäre jetzt also hier zum Beispiel der Cancer Club, wo es um Liquid Biopsy, also die Frage, kann man Blutproben benutzen, um zum Beispiel Tumoren, die Therapie von Tumoren, die Diagnose und Therapie von Tumoren zu monitoren. Dann möchte ich insbesondere noch hinweisen auf unser Sommersymposium, das ist am 22. Juni. Da geht es den ganzen Nachmittag um wirklich die absoluten aktuellen Entwicklungen in der Onkologie, die bei den häufigen Tumoren und dann, das ist noch ein bisschen länger hin, unser Wintersymposium für seltene Tumorerkrankungen, da geht es also wie gesagt um seltenere Tumoren. Im Sommer geht es immer um die häufigen, um die die gynäkologischen Tumoren, die gastrointestinalen Tumoren, Lungenkarzinome und so. Und im Winter dann um die seltenen Erkrankungen. Damit sind wir für heute am Ende. Ich bedanke mich sehr für Ihr Interesse und bleiben Sie gesund.